Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Obertal. Ich bin wie immer der Schotti von der Testeria. Ja, und jetzt geht's weiter hier. Also hier haben wir ja richtig gemäht. Das ist Acker Nummer 13, naja, Acker Feld Nummer 13. Also geht's jetzt weiter mit Feld Nummer 14, weil ich habe gerade geguckt. Alles andere ist bisher noch im Wachstum, ne? Fahre ich mal rüber. Ganz dreist. Hier das Stückchen hatte ich stehen lassen. Das ist ja. Ach, was soll's. So. Zack, zack, 14. Feld 14 ist 8. Du ahnst es nicht. Auch wieder Gras. Nee, also nochmal Gras mähen. Ich denke, brauchen wir nicht. Aber. Wir kaufen die 14. Aus Prinzip jetzt schon. So, dann hatten wir als nächstes die 15. Die gehört schon uns. Da sind die Zuckerrüben drauf. Die 16, die gehört schon uns. Da haben wir Mais geerntet. Dann wären wir bei der 17. Das ist hier. Da können wir mal reinfahren. Das ist das Wäldchen. Unser Wäldchen ist auf der 17, das wir angepflanzt haben. Ja, bald gehört uns die ganze Map, ne? So. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt ausgewachsen sind oder ob da noch Wachstumsstufen kommen. Noch brauchen wir sie nicht. Und deshalb werde ich sie auch noch nicht fällen. Ne? Wenn man mal so guckt, die sind schon, also. Ja. Kollision haben die auch. Ich finde es nur komisch, die haben nur in der Krone Blätter, ne? Unten sind die noch so richtig kahl. Ich weiß nicht. Oh, aufpassen. Also anstatt schon Waldspaziergang machen wir hier eine Waldspazierfahrt. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir Rotkäppchen oder den bösen Wolf nicht überfahren. Naja gut, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. So, das war das Feld 17. Dann wäre ja als nächstes die 18 dran. Die 18 ist hier. Ja, was ist das? Das ist Logistikzentrallager. Hier ist die Straße, also das Palettenlager hier, ne? Ja, dann fahre ich da mal hin und dann gucken wir uns mal die 18 an, würde ich sagen. So, Feld 18. Ach nee, ne? Zuckerrohr? Echt jetzt? Na gut, ist noch im Wachstum, ne? Aber ist das hier eine Zuckerrohr-Map? Naja. Was ist mit der 19? Ich geh da mal rüber. Ja, ich habe den Motor angelassen. Ich weiß, aber das ist halt weil, ne? 19. Pappel. Also Zuckerrohr und Pappeln ist hier wohl ganz groß und es ist aber leider noch alles im Wachstum. 18 und 19. Ich mache jetzt trotzdem Folgendes, so jetzt gehört. Ich kaufe Feld 18. Oh, da gehört hier dann noch einiges zu. Oh, wow. Egal. Kaufen. Und ich kaufe 19. So. Ja. 18, 19, 20 gehört schon uns, 21, 22, 23, 24 ist hier. Später. Jetzt müssen wir erstmal 18 und 19, also nicht wir, ich muss 18 und 19 jetzt erstmal zum Autodrive-Verkehrsnetz hinzufügen. Und dann sehen wir weiter. So, ich habe jetzt, boah. Feld 18 habe ich jetzt angeschlossen, das ist Zuckerrohr. Und Feld 19 habe ich ans Autodrive-Netzwerk angeschlossen, das waren die Pappeln, ne? Ja, Zuckerrohr-Pappeln. Und habe dann noch Strecken entdeckt, wo ich noch gar nicht lang gefahren bin. Das, ja, interessant. Also, ne? Straßennetzwerk ist jetzt auf jeden Fall noch um einiges erweitert worden. Weil ich da halt überall noch nicht war. So,
Wir brauchen jetzt erstmal, damit wir das auch im Auge behalten, zu Feld 18 Zuckerrohr. Das müsste der hier sein. Klack. Da, der müsste das sein für Zuckerrohr. Der muss zum Feld 18. Jawohl, steht Zuckerrohr drauf. Dann lassen wir den an Feld 18 nämlich stehen. Dann können wir da wieder Zuckerrohr direkt Verkauf vom Feld machen, wenn das soweit ist, ne? Feld 18, Zuckerrohr. So, husch, husch. Und Feld 19, Pappeln. Da müssen wir dann einen hinschicken mit einem normalen Schneidwerk. So. Dann nehmen wir unseren Flecktarndrescher mit Arthurs Schneidwerk. Und der muss zu Feld 19. So. Dann stehen die da auch schon mal in Bereitschaft. Fahren wir mal, also ich fahre mal kurz ein Stück mit. Dann haben wir es ja. Also, na, hier steht Zuckerrübenroder für die 18. Und da hinten. Ich gucke. Hier hinten steht für 19 Pappeln der normale Drescher bereit. So haben wir das ein bisschen im Auge. Okay, gucken wir mal weiter. 19. So, 20 gehört schon uns. Da sind wir fertig. 21 sind wir fertig. 22 sind wir fertig. 23 sind wir fertig. 24. Ach, das ist hier. Ach, das ist hier hinten. 24. Da fahren wir hin. Außenlager 6 ist da. Da habe ich dann. Ja, Außenlager 6. Außenlager 6. Okay. Ich bleib mal hier so stehen. Und dann da. Außenlager, Außenlager, Außenlager 6 anliefern. Da fahren wir mal hin und dann gucken wir uns mal Feld 24. War doch jetzt 24. Ja, 24 und 25 sind da. Gucken wir uns dann mal an. Ja, Mai. So, Feld 24. Nicht gedüngt. Unkraut, Lukas, Frankfurter gehört. Das, da ist nichts drauf. Das ist quasi gegrubbert. Und fertig. Okay, haben wir keine Arbeit mit. Wir kaufen das aber. Ne? Ja. Zack, zack. War ja auch nicht teuer. Und weil wir hier nebenan sind, haben wir ja dann das Feld 25. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, da müssen wir hier rumfahren. Hier die Ecke ist ja, ah, das ist ja eine Ecke, ist das hier, Leute, ne? Das magische Feld 26. Mal guck mal hier. Hier ist die Zufahrt zur 25. 25 ist auch wieder eine Wiese. Wiese, Wiese, Wiese. Okay, die kaufen wir, aber wir werden hier auch kein Gras mähen. Da gehört aber ganz schön was noch mit dazu. Okay, kaufen. Auch unser. So, 26 wissen wir Bescheid. Das ist das sagenumwobene Feld Nummer 26. Dann müssen wir jetzt rüber zu 27. Die 27 befindet sich hinterm Shop. Genau. Da müssen wir ja dann irgendwie rüberkommen. Was sagt denn das Konto? 2.371.000. Hier ist schon wieder Straße. Guck an. Okay, dann lasse ich den jetzt mal zum Shop fahren. Das wird mehr mit den Feldern, ne? Und bald ist auch das Streckennetzwerk von der Karte fertig, ne? Fahrzeughändler und los. Und dann, ja, Feld 27 als nächstes. Gucken wir mal. Das ist, ne, sagte ich ja schon, ist wie Lose ziehen. Man fährt hin und guckt und man kauft es, aber man weiß halt nicht, was man drauf vorfindet und so. Das, ne? Ist gerade so ein bisschen Feldlos-Lotterie oder so. Wir schmettern mal hier. Schmettern ist gut.
Schleichen. Feld 27, irgendwie frisch gegrubbert. Das ist ja, wir haben ja Glück, ne? So, 27, 544.000. Okay, gekauft. Und nebenan ist die 28. Ich meine, wenn wir schon drin sind, wir kaufen jetzt die 28. So. Und dann fahren wir rüber gucken. Was sagt denn der Kontostand? 1,290. Also 1.290.000 haben wir noch. Aber Feld 28 sieht auch so aus, als wenn da nichts. Zuckerrüben abgeerntet. Zuckerrüben. Also die Map ist hier süß, ne? Zuckerrüben und Zuckerrohr, das ist also 29 gehört uns. Feld 30 hier. Das ist gerade, ist Feld 30 nicht unsers? Fahren wir da nicht schon? Tatsächlich, irgendwann waren wir da schon mal. Was haben wir denn? Ach, Feld 30 ist das kleine, ne? Da haben wir was mit Gras gemacht, oder? So war das doch. Feld 30. So. Das klicke ich jetzt an hier. Dann setze ich den auf die andere Seite. Hier. Und dann fahren wir mal gucken, was wir denn mit der Nummer 30 hatten. Und wir müssen mal hier Kontostand technisch. Ne? Gleich ist Schluss mit Felder kaufen. In der Tat, das ist dieses kleine, süße, schnuckelige Feld, wo wir anfangs immer unseren Grasbedarf gedeckt haben. Ne? Kaufen wir jetzt auch mal wieder zurück. Ach, da gehört noch so viel mit dazu. Mein lieber Scholli. Okay. Kaufen. So. 31 ist unsers, 32 ist unsers, dann kommt hier 33. 33. Wir haben 500, also wir haben noch 889.000 auf dem Konto. 561 kostet die 33. Ich kaufe die jetzt. Und das ist hier Lidli, Tankstelle Mitte. Und dort ist Holzverkauf. Güterbahnhof. Jo. Güterbahnhof. Feld 33 ist am Güterbahnhof. Okay, fahren wir zum Güterbahnhof. Ich überlege gerade. Güterbahnhof. Ah ne, geblitzt wird man am Güterbahnhof, wenn man von der anderen Stelle, Seite überhaupt kommt. Den Güterbahnhof ist, das ist eine Verkaufsstelle. Da haben wir den Güterbahnhof. Let's go zum. Nein. Nein. Ja, let's go zum Güterbahnhof. So, und Feld 33 zu meiner Linken. Was haben wir da? Kraut entfernen. Kopfsalat. Das ist gut. Wir gekauft, ne? Haben wir ja gekauft. Ich schließe das jetzt mal schnell an, die 33. Und Kopfsalat haben wir noch gar nicht. Wir müssen. Was habe ich? 328.000 habe ich noch auf dem Konto. Wie war das denn? Lieber Arthur, bei dir hatten wir doch hier Schneidwerk. Oh, mal gucken. Zuckerrüben, Kartoffeln, Zwiebeln, Zuckerrohr, Kohl, Weißkohl, Karotten, Salat, Rotkohl, ja, Salat. Das ist das Salat. Wie nennen, welche Farbe geben wir dem Salat denn? Müsste eigentlich auch ein Grün sein, ne? Puh, puh, ja, schwierig. Ich würde sagen, wir lassen es, wie es ist. So, zack. Das ist schon mal gekauft. Und jetzt muss ich noch 33. Jetzt geht's rund hier. Jetzt die 33 erstmal noch anbinden ans Autodrive-Netzwerk. Damit ist mein Feld 33 und ein paar umliegende Straßen am Straßennetzwerk angebunden. Und Salat. Wir müssen den Roder hier holen. Jawohl.
Der hat das Zuckerrübenschneidwerk noch dran vorne. Das lassen wir mal fein hier. Und wir bringen den mal zum Fahrzeughändler. Das andere neue Schneidwerk für den Salat abholen. Ihr seht schon, wir müssten hier eventuell mal gucken wegen Unterstand und ne, vielleicht irgendwann bei Gelegenheit gucken für die ganzen Schneidwerke. So, der ist auf dem Weg. Kopfsalat, das ist wieder so eine Sache. Der Kalkdünger, Pappe, Saatgut, Zuckerrohr, Baumwolle, nein. Dann wird der Salat wohl hier unten ins Silo kommen. So. Und wir hier mal schauen. Rotkohl, Weißkohl, Kopfsalat, genau. Kopfsalat kommt hier unten hin. So, der Terrados ist jetzt auf dem Weg zum Fahrzeughändler. Hier. Zack, für das neue Schneidwerk. Und dann fahren wir damit zum Feld. Und dann, wenn ich mir den Kontostand so angucke, müssen wir gleich noch was anderes machen. Eins nach dem anderen. Da kommt er gerade beim Shop an. So, Autodrive hier ausmachen. Danke. So, dann packen wir jetzt das Schneidwerk dran. Da. Da. Und klack. Zusammenklappen, danke. Und dann musst du zu Feld 33. Eieiei. Da. Feld 33. Und wie viel Abfahrer nehmen wir mit? Ich weiß das gar nicht. Ich würde sagen, wir schicken erstmal zwei Abfahrer mit, damit wir gucken können, wie das so läuft. Und wenn wir mehr Abfahrer brauchen, dann können wir nämlich noch zwei nachschicken. So, du musst auch bitte zu Feld 33. So. Das Drumherum bei der Folge heute ist sehr, sehr zeitintensiv. Vor allem die Einfahrerei der Strecken. Aber gut. Aber gut. So, Parke machen wir zu. Felder 33. Und los. Nein. Von hier? Nein. Von hier? Nein. Nein. Haha. Hier sind so viele Kreuz- und Querstrecken, ja. Das ist. Also. Jetzt hat das. Gut. Feld 33 auch. Ne? Dann gucken wir uns mal an, wenn die sich da treffen, was da los ist. Da hat der Zug den Roder erst umgeschmissen und jetzt schubst er den nochmal weg. Ja, das ist so, ne, mit den Bahnübergängen ist wie es ist wohl. So, dabei wäre der Weg vom Shop zum Feld 33 nur ganz kurz gewesen. Ja, war das passiert mit dem Zug. Der nimmt da keine Rücksicht. Pass auf, und jetzt lassen wir uns mit einem Kartoffelroder blitzen. 31 km/h zu schnell. 315 Euro Geldstrafe. Naja, naja, naja. Da kommt auch schon einer von zwei Abfahrern angedonnert. Boah, der hat schon. Das ist schon Heizen, ne? Freundchen, das ist nicht gut. Der zweite kommt auch da hinten. Und dann stehen die hier gleich in Reih und Glied. Mal gucken, ob der auch so angeheizt kommt. Ja, das sieht so aus, ne? Also die haben ja hier, mein lieber Schwan.
Das ist schon, ne? So ein Tempo, mit dem die hier langkommen. So, Auto Drive aus. Motor aus. Und den Drescher, Quatsch, Drescher, den Abfahrer hier, komm. Komm, mein Freund, komm du mal ran hier. Ihr kleinen Heizer. Dafür gibt es heute keinen Kaffee, keinen Zucker und keine Milch für einen Kaffee zur Strafe. Müsst ihr schwarz trinken fürs Heizen. So. Wir fangen aber heute nicht mehr mit dem Roden des Salates an. Nein, 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 nein. Wir machen vorbereitende Arbeiten, haben wir hier erledigt. Ich habe noch was, was ich mit euch noch vorbereiten möchte. Aber auch fürs nächste Mal. Weil wir können ja nicht weitermachen mit, wo bin ich denn da? Mit Felder kaufen, wenn wir kein Geld mehr auf dem Konto haben. Gell? So. Ich werde jetzt hier, das ist die Zuckerfabrik. Ne? Ich weiß nicht, da ist nicht viel drin. Aber okay. Jetzt doch der hintere Bunker. Lassen wir mal laufen. Motor aus. Ich werde jetzt hier den Zucker aufladen. Da waren halt über 500.000 Liter Zucker waren da drin. Und da ist auch noch Mischration. In der nächsten Folge werden wir dann Zucker verkaufen, damit wir wieder Geld auf dem Konto kriegen. Das, was noch an Zuckerrüben drin ist, lassen wir nachproduzieren. Aber wir werden auch Mischration mitnehmen. Die kriegen wir hier. Nein, hier kippen wir ab. Mischration kriegen wir da. Hier. 115 immerhin, ne? Gefüttert hatten wir die Tiere schon, also können wir die Mischration einlagern. Aber das, wie gesagt, ne? Machen wir alles beim nächsten Gemahle und sowas. Ja. Der Eroberungsfeldzug der Map nimmt Form an. Also wir sind schon weit, ne? Viel bleibt nicht mehr übrig zum Kaufen. Dann gehört uns alles. Und das ist ja das Ziel. Nur wir werden halt zwischendurch immer wieder noch Kohle machen müssen. Und hoffentlich gibt es auch so langsam immer wieder auch mal was zu tun. Dass wir mal lochen können. Ne? Aber ja, wir schaffen das. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, für die ganzen Kommentare und die Daumen nach oben. Ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank dafür, für die ganzen Likes. Ja, bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Ich war bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.